Wir wollen darauf trinken, dass das neue Jahr alles löse, was uns heute noch dunkel und verworren erscheint. Mein Gott, Kinderl, wenn Sie wüssten, was alles vorkommt. Ich soll wieder verhaftet werden. Nein. Man sagt, ich hätte ein Geheimkonto bei der Lemberger Kreditanstalt, auf das verdächtige Einzahlungen gemacht worden sind. Herr Bezirkshauptmann, alle Papiere dieses Kontos tragen Ihre Unterschrift. Ja, aber zum Donnerwetter, Unterschriften können doch gefälscht sein. Warum haben Sie mir heute von diesem neuen Anschlag nichts mitgeteilt? Weil ich seit heute weiß, dass Sie Schewtschuk lieben. Gestatten, Schewtschuk. Darnow, Sie wünschen? Ich wollte gerne Frau Woronjew begrüßen. Ich bitte mein formloses Eindringen zu entschuldigen, Nadja Petrovna. Stefan. Liebling, ich kann jetzt nicht mit dir soupieren. Ich muss noch in einen anderen Separé. Was? Du hast nur ein Separé? Wer ist diese Person? Aber nein, nicht Person. Separé der russischen Botschaft, verstehst du? Dann werden Sie sich sehr gut verstehen mit unseren russischen Freunden. Bitte? Ich meine als Slaven, nicht wahr? Ganz recht, Herr Major. Wir Slaven sind ja eine große Familie. Das dürfte nur bedingt zutreffen, Herr Oberst. Wieso? Ich meine, dass jahrhundertealte Grenzen doch Denkungsart und Kultur verschieden entwickelt haben. Aber diese Grenzen werden durch die wundervollen Frauen überbrückt und aufgehoben. Prost, Franzl. Prost, gnädigste. Du, ich muss dich allein sprechen. Heute Abend noch. Und warum können wir nicht morgen in aller Ruhe darüber sprechen? Weil ich morgen früh wieder verhaftet werde. Nein, das haben Sie nicht gut gemacht, Sergei Pavlovich. Aber bedenken Sie doch den Vorteil, Nadja. Schewtschuk ist jetzt in einer Zwangslage, folglich viel leichter gefügig zu machen. Nadja, hast du mich jemals gekannt, dass du es wagst, mir ein solches Angebot zu machen? Eine Aufforderung zum Landesverrat! Thank you.